Healthy Mandy hat vor kurzem in einer Instagram-Story erwähnt, dass sie früher mal kurz davor war, eine Niere zu verlieren. Via TikTok erklärte sie ihren Fans nun, wie es zu dieser Schockdiagnose kam, wie sie es nannte. So erzählte sie, dass sie 2017 kurz vor einem Fitnesswettkampf war. Damals hat sie generell schon wenig Flüssigkeit getrunken, weil sie kaum ein Durstgefühl habe. Dazu kam, dass sie für den Wettkampf mit Brennnesseltee ihren Körper weiter entwässern sollte. Irgendwann bekam sie Schmerzen, die so schlimm waren, dass sie ins Krankenhaus musste. Dort bekam Mandy Antibiotikum und wurde sogar auf die Intensivstation verlegt. Der Arzt befürchtete, eine Niere entnehmen zu müssen, da die Entzündungswerte hoch waren und das Antibiotikum nicht anschlug. Doch wie durch ein Wunder hat das Antibiotikum angeschlagen. Mandys Appell an ihre Fans: Stay hydrated, achtet auf euch, achtet darauf, dass ihr ausreichend trinkt. Das ist ganz, ganz wichtig.